Wie passend, dass dieses letzte Rätsel uns vor eine solche Herausforderung stellt. Herr Wright, ich habe keinen Zweifel, dass wir dieses Rätsel gemeinsam lösen können. Wollen wir beginnen? Was war das denn? Das war mein Handy. Ah. Aber das ist doch das Siegel. Ist mir doch egal. Das brauchen wir jetzt nicht, das Siegel. Dieses Siegel. Ich bin bereit, wenn Sie es sind, Herr Layton. Der Professor ist ein Meister im Lösen von Rätseln. Ich hoffe, ich blamiere mich hier nicht vollständig. Sondern nur so unvollständig. Es gibt die kleine Blamage, die mittlere, die große Blamage und die gigantomagische. Gigantoblamagische. Was? Blamagisch. Blamagisch? Das ist ein Zauberspruch aus dem Buch, aus dem Gigamagi. Ach so, ja klar. Blamagio. Blamagio. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Hier sind 4 Steinplatten und 2 Vertiefungen in einem Altar. Jede Steinplatte ist mit einem anderen Zeichen versehen. Lege die Steinplatten in die Vertiefungen und berühre Ruf, um das Siegel auf dem Tor aufleuchten zu lassen. Jede Platte wirft einen anderen Schatten auf die Wand. Finde die richtige Kombination der Platten, um das Siegel zu brechen. Mhm. Alles klar. Schatten. Warte mal, aber kann ich die auch drehen? Ja. Oh, nicht gut. Was passiert denn dadurch? Ja, ach so, oder muss man echt erstmal nur losmachen und. Muss dann losdrücken, sonst sieht man es nicht, glaube ich. Ah. Aber wie. Ah, wir sollen also. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das erstmal. Also wir brauchen einen sowas hier, aber der guckt in die falsche Richtung, also brauchen wir den. Nee, das geht auch nicht. Doch, also, die ist richtig. Nee, warte mal, der hier muss, glaube ich, so sein. Dann haben wir nämlich das, das schon mal. So, und das andere ist, der hier. Jetzt ist nur die Frage, ist er richtig rum oder nicht? Ach nee, sowieso nicht gewesen. So könnte es stimmen. Ja, ich glaube, so ist es auch. Was ist, wenn wir es umdrehen? Es ist jetzt immer macht noch. Macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, okay. Gut. Oder? Ja, also ich finde. Das doch, macht einen Unterschied. Ach so, 2 und 3, ja. Genau. Okay, dann ist es so rum richtig. Ja. Jo, dann los. Das war ja jetzt leicht. Tada! Okay. Dafür braucht man 2 Leute? Denken wir gemeinsam darüber nach. Kein Weil man ja. Stell dir das mal von Sam Gideon vor. Kein Rätsel ohne Lösung. Ich finde, er hat einen auf Solid Snake versucht. Was? Was? Achso, ich habe gesagt, das klang für mich damals so, als würde er einen auf Solid Snake machen. Ja. Wunderbar, du kannst endlich in die Tiefen der Ruinen eindringen. Habe ich dir aber jemals gesagt, dass er dazu genötigt wurde, so zu sprechen? Ja, hast du mal erzählt. Gut. Weil an sich wollte eigentlich Mario Hassard normaler reden irgendwie und nicht so knarzig, was auch immer. Und dann hat das Studio gesagt, ja, also entweder sie reden da so oder wir lassen den Deal platzen. Im Nachhinein hat er es schon bereut, dass er weitergemacht hat. Und ja, ist eins seiner unliebsten Projekte, wo er dran mitgearbeitet hat, hat er mir gesagt. Aber Schade. Gut, ehrlich gesagt, ja, vor allem, falls irgendwann mal Vanquish 2 kommen sollte. Man kann ja noch hoffen. Ich hoffe auch immer noch, ich fand das mega. Ja, ich fand das eigentlich auch super. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall den Synchronsprechern da keinen Vorwurf machen. Zumal, die hatten da nur ganz wenige, mir ist das mal aufgefallen, die hatten da so 3 männliche Stimmen oder 4 oder so und haben da viele Nebencharaktere mit belegt. Ja, ein bisschen wie Oblivion. Mhm. Oh ja. Hallo, Fremder. Oh ja, Oblivion, wo ja jemand Bestimmtes mit mitspricht. Wer denn? Mr. Mario! Mach den Mario!
Okay, wunderbar, blablabla. Wie ist das eigentlich bei Synchronsprechern bei Spielen? Ist das auch so, dass da die Entwickler ein Mitspracherecht haben oder macht es das deutsche Synchronstudio komplett im Alleingang? Das ist eine gute Frage. Ob die, weil bei Filmen ist es ja oft so, dass sich die Filmstudios auch die Synchronsprecher mal anhören und dann ja oder nein sagen wollen. Da weiß ich es echt nicht. Also, aber ich weiß, bei Spielen ist es so, dass man öfter mal einen Randall Escott hat. Ja, das ist richtig. Günther. Nee, Ilja. Ah. Ilja, haben Sie das gehört? Ja. Hey, haben Sie das gehört? Ich glaube, unsere Maya ist wieder da. Ja, sie ist wieder da. Sie ist auf Handy um. Juhu. Und das Tor öffnet sich genau rechtzeitig. Juhu. Mein PC macht gerade das, was es will, also muss ich auf Penny umsteigen. Ah, alles klar. Jo, dachte ich mir gerade auch. Ja, gut gemacht. Ich wusste, dass sie das schaffen. Yay! Puh. Wir haben eh nur die ganze Zeit off-topic gelabert, von daher. Ja. Das wäre geschafft. Ich frage mich, was auf der anderen Seite des Tors ist. Rasen. Die Fantribüne. Ja, die Fantribüne, genau. Ich sehe schon, das Sie Kamerateam haben... verstehen Sie Spaß. Was? Oder nee, der Zong. Moment, das habe ich, glaube ich, sogar. Reise auf Malediven. All inclusive. Das ist auf der anderen Seite des Tors. Ich sehe schon, Sie haben den gleichen Gedanken, Herr Wright. Wir wissen nicht, was uns auf der anderen Seite erwartet. Also, ich mache nichts, ich habe Angst. Ja, genau. Sie machen das macht nichts. Ah, das war ein freudscher Versprecher. Ich habe keine Angst. Wir sind so weit gekommen, wir müssen herausfinden, was hinter all dem steckt. Ne, wir kehren jetzt wieder zurück. Genau. Los! Los, gehen wir weiter. Los ohne Leerzeichen dahinter. Ja, ist mir voll aufgefallen. Warum auch immer. Ah, immer diese Schreibfehler. Also, Vertipper. Ja, Vertipper. Da ist wohl die Leertaste nicht eingerastet. Die ist ausgerastet. Das erinnert mich gerade Vermächtnis von Aslan ein bisschen. Oh ja. Und Sophie ist die, wie hieß die denn nochmal in dem Spiel? Irgendwas mit A. Alola? Nee, Aurora. Aurora. Hey, da vorne, das sieht aus wie ein Herz. Oh. Oh. Ein mit Leuchtmus beschmiertes Herz. Dieser Raum wird kein Leim. Es sieht aus wie eine... Am besten die Klappe halten. Ja, es sieht wie eine Art Schrein aus. Es ist wunderschön. Das Licht fast überirdisch. Oh. Es scheint mir recht unpassend, dass dieser Ort mit der in Verbindung gebracht wird, oder nicht? Im Gegensatz zum Rest der Ruinen ist dieser Raum gut erhalten. Ich frage mich, ob schon jemand vor uns hierher gekommen ist. Emmy. Ja, so wie Emmy damals. So wie Emmy. Schon haben wir da nicht einen Sound dafür? Nee. Hey, dafür haben wir keinen Sound? Musst du einbringen. Ja, eigentlich schon. Na, obwohl, so wie Emmy damals kann man ja auch so... Wir können alles auch so sagen. Du musst diesen Sound einführen, so wie Emmy damals. Und dabei möglichst keinen Sound abspielen. Oh. Oh Mann. Komm schon, Leute, wir können einen Gang zurückschalten. Nick wäre... bei dem Rätsel fast ohnmächtig geworden. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, Aquana würde durch das Tor stürmen, sobald es sich öffnet und uns alle zu Fröschen verwandeln. Nein. Wenn sie eine Hexe ist, kann sie nicht in Frösche verwandeln. Das können nur Schamanen. Oh. Hä? Das ist jetzt World of Warcraft-Fachwissen.
Ich habe an Final Fantasy Fachwissen gedacht, aber da. Ach so, können das mehrere, deswegen. Ach so, oh. Können das auch Hexen? Also Basilisken auf jeden Fall. Hexen weiß ich nicht. Sind Basilisken nicht die Leute, die Leute in Kräutergärten arbeiten, ja? Ich dachte, die versteinern die Basilisken. Das sind immer die mit diesem ganzen Status. Die Basilisken sind nie die versteinern. Ja. Das weiß ich, weil ich vor kurzem Harry Potter geguckt habe. Ja, eben. Ach so, ja, ach, Basiliskum gibt's bei mir in der Küche. Darum sag ich ja, das sind die, die in Kräutergärten arbeiten, ja. Basilisken. Die pflanzen Basiliskum an. Fräulein Maya, Sie machen mir Angst. Das ist mein Job. Hier ist noch etwas Moos. Nein! Also. Fräulein Maya, nein, nicht in den Raum! Es sieht ganz so aus, als würde Aquana nicht auftauchen. Hm? Dabei ist hier so viel Wasser. Und da ist ein Stein. Das könnte ein Wasserstein sein. Das ist Pokémon. Hey, und da ist Feuer. Und da ist auch ein Stein. Vielleicht ist das ein Feuerstein. Vielleicht ist es auch ein Flamara. Ich schlage vor, wir suchen in diesem Raum nach Hinweisen. Vielleicht ist es auch ein Geröllheimer. Barney. So, eine Hinweismünze. Kling. Da ist noch eine. So, ja. Blende aber das Bild aus, sonst ist ja Spoiler Alert. Ach so, naja, für 10 Minuten in die Zukunft. Ja, genau. In 10 Minuten in der Zukunft kommt das da. Genau. Genau. Nee, vielleicht schaffen wir es auch in 5 das nächste Mal. Nein, und zwar mir ist meine Aufnahme wieder abgeschmiert mittendrin, warum auch immer. Und jetzt fehlen da 10 Minuten und die müssen wir dann beim nächsten Mal wieder nachspielen. Das ist jetzt echt schade, weil wir selten so gelacht haben. Wir hatten Tränen in den Augen und ja, es war wirklich göttlich. Es war einfach nur. Ja, es war. Aber das kann man es war nicht dämonisch. Es war sehr dämonisch, göttlich, hexenmeisterisch. Ja. Ja. Und dabei war auch Walsim von Walsim und Dämonen. Aber langsam wird das echt zum Running Gag. Wer? Inge schon. Der Weg? Wieso höre ich mich jetzt? Rückkopplung. Ah. Hallo Rückkopplung. Hallo. Ich habe nur gesagt. Was habe ich eigentlich gesagt? Running Gag? Ach so, dass es langsam zum Running Gag wird. Aber das ist kein Gag, das ist traurig. Mhm. Na gut, aber auf jeden Fall, wir spielen das dann beim nächsten Mal nochmal. Keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen. Ja, und ich muss es doppelt erleben. Hey, dann kannst du die schönen Zeiten nochmal erleben. Welche schönen Zeiten. Oh nein! Okay, ja, nee. Indem du keine Gelegenheit auslässt, Xavier Naidoo. Ja, ein Traum. War der in den letzten 10 Minuten auch wieder Thema? Ich hoffe nicht. Also Emmy war Thema. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob wir bei dem Ende der letzten Aufnahme schon Emmy hatten. Dann müssen wir uns den Gag eigentlich für das nächste Mal noch merken. Ja. Na, zur Not, ich habe ja noch deine Cam-Aufnahme, da kann ich da ein bisschen was raus interpretieren. Ja. Genau, ich spiele mal nur die. Nein, das geht nur nicht. Meine Cam-Aufnahme. Nee, das hilft nicht. Das reicht. Lustig wär's aber schon. Mach doch mal. Nein. Ich muss mir kannst ja skippen und dann machen wir das nächste Mal nochmal mit Ruhe. Ja. Okay, auf jeden Fall zugeklappt, eingepackt und ja. Speichern muss ich ja jetzt echt nicht. Weil. Ich muss ja sowieso wieder nochmal zurückspielen. Also, ist ja immer das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche mit mir. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.